Es war bestimmt an einem düsteren und schicksalsschwangeren Tag gegen Ende der lasterhaften 70er, als ein Mann in diese Welt trat. Ein Mann mit Weitblick und Sinn für den Ernst des Lebens. Ein Mann gestählt und gehärtet in Favoriten. Ja, Mann, den kennen wir. Der Peter. Der Leibende, ja? Der muss sogar einen Witz erzählen. Das habe ich vom Peter gelernt. Er war eine Legende. Der war eine Legende in diesem Block hier. Er war eine Legende. Peter ist der Beste, der sehr Poker spielt. Ja. Unser alter Kollege. Der war immer da, aber leider jetzt kommt er nicht mehr hier. Peter ist mein Vorbild. Ah, den vergessen wir nicht. Ole. Von Freunden verraten. Verkauft. Und missbraucht. Sein Name ist Skalicki. Peter Skalicki. Geheimnisvoll, verwegen, heroisch. Ein echter, ein stiller Held also. Ganz so wie sein Lieblingsagent 007. Und Peter liebt 007. Wenn der Peter normalerweise im Kino nach 4 Minuten 30 einschläft, so verschläft er bei Bond höchstens den zweiten Akt, ist aber am Ende wieder voll dabei. Es gibt ja auch jede Menge Parallelen. Beide fahren lieber Auto als BIM. Beide verwenden immer dieselben Arbeitsutensilien. Beide arbeiten immer mit vollem Einsatz. Manchmal auch mit fragwürdiger Bekleidung. Sie treffen oft auf widerspenstige Charaktere und beide locken selbst die Sirenen aus dem Wasser. Ständiges Training für die überlegene Physis verschafft ihnen den entscheidenden Vorteil. Wie bei James Bond ist in Peters Leben Leistung wichtig. Sport ist eine Notwendigkeit. Ob in der Luft, zu Wasser oder am Land, Peter gibt immer sein Bestes und geht bis an die Schmerzgrenze. Und dann sieht das so ungefähr das Gesicht, dann so die Ohren. Ja. Dann merkst du, wie mangelnd sich das alles so neu verteilt. Gänsen gleich am Berg und auch sonst nur zum Genießen. Natürlich musste sich der Peter auch den geistigen Anforderungen des Lebens stellen. Aber auch hier haben ihn harte Arbeit und ein angenehmes Lernumfeld zum Erfolg geführt. Schon als Schulsprecher wie auch heute läuft alles zusammen, wenn Peter was zu sagen hat. Manche wachen sogar aus einem Koma wieder auf. Wie auch immer, irgendwie hat er es dann doch geschafft, auch dort wieder Sport reinzubringen. Nennt sich dann halt Teambuilding, ist aber auch wie am Spielplatz. Also ein starker Mann, dem sein Anzug steht. Und trotzdem muss man leider schlussendlich sagen, ist der Peter doch nicht James Bond. Denn erstens ist er noch zu jung und zweitens geht James Bond alleine durchs Leben. Und der Peter, der hat jede Menge Freunde. Why can't we be friends? 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 I seen ya around for a long, long time. I really remember when you drank my wine. Why can't we be friends? 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 I seen ya walking down the Chinatown. I called ya, but you did not look around. Naja, das passt so.